Meine ersten 100.000 Euro habe ich im Jahr 2017 erreicht. Rückwirkend hätte ich da einiges anders machen können, deutlich besser machen können. Und darüber möchte ich mit dir heute mal sprechen. Nicht wundern, bei mir ist es mitten in der Früh und zwar ist es noch nicht mal 6 Uhr. Ich laufe hier gerade quer durch China durch und habe mir gedacht, das Thema, das könnte doch für vielen sehr, sehr hilfreich sein. Und darüber möchte ich mal mit dir jetzt sprechen. Also gestartet bin ich mit Aktien, also in Eigenregie 2012. Damals war ich 22 Jahre alt, habe ungefähr 20.000 Euro gehabt. Und im Jahr 2017 habe ich dann eben die goldene Marke von 100.000 Euro erreicht. Und ich habe da definitiv sehr, sehr viel falsch gemacht auf meinem Weg. Aber genau diese Fehler sind auch irgendwo wichtig. Aber ich sage mir immer so, es reicht, wenn ich die Fehler mache, die musst nicht du auch noch machen. Und einer meiner Fehler war auf jeden Fall, dass ich zu viel Fokus auf Aktien gelegt habe. Also rückwirkend würde ich heute tatsächlich nur ein oder zwei ETFs raussuchen. Zum Beispiel bin ich ein absoluter Fan vom S&P 500 ETF für die ersten 100.000 Euro. Warum ist das so? Das möchte ich dir jetzt mal in Ruhe erklären. Weil schau mal an. Am Anfang ist es ja so, dass wir relativ wenig Erfahrungen haben. Das ist ja egal, ob wir jetzt irgendwie einen Beruf ausüben, irgendwie das erste Mal irgendeinen Sport ausüben, das erste Mal irgendwo investieren. Wir haben einfach faktisch gesehen so gut wie keine Erfahrung bei den ganzen Sachen, wenn wir etwas Neues starten. Und so war es auch bei mir. Ich habe halt auch einfach keinen Plan gehabt, was ich gemacht habe, aber für mich war es immer schon wichtig, ich bin kein Theoretiker, ich bin ein Mensch aus der Praxis. Und genau deswegen habe ich auch dann direkt ganz stumpf gestartet. Aber man muss ja auch dazu sagen, man muss ja auch das so ein bisschen im Hinterkopf haben. 2012, da gab es halt noch nicht so viele Finanzblogs, Webseiten und Co., wo man sich informieren kann, auch das ganze Thema Gebühren war damals eine komplett andere Hausmarke wie heutzutage zum Beispiel. Und da wäre mein Tipp an mein altes Ich vor 12 Jahren, Holly, starte auf jeden Fall mit dem S&P 500 ETF. Den kannst du dir mal anschauen, kannst dir einen Sparplan machen, sagst du, keine Ahnung, so 50%, 60%, 70% von dem, was du sparen kannst, solltest da auf jeden Fall pro Monat stumpf per Sparplan investieren. Und lieber Holly, dein größter Hebel liegt nicht in der Rendite, was du am Aktienmarkt machst, zum Beispiel deine 20.000 Euro, selbst wenn du ein gutes Jahr hast, zum Beispiel wie dieses Jahr, wo der S&P, ich glaube, aktuell um Summen die 20% gestiegen sind, sind es einfach nur faktisch 4.000 Euro. Du musst einfach schauen, wie du quasi mehr Geld verdienen kannst und gleichzeitig natürlich auch mehr Geld sparen kannst. Das kannst du zum Beispiel machen, dass du dir mal deinen Job aktuell anschaust, dich fragst, ob du dort einfach mehr Geld verdienen kannst mit zum Beispiel Weiterbildungen oder ob du deinen Job wechseln musst und dann dort schaust, ob du mehr Geld verdienst. Aber gleichzeitig kannst du ja auch schauen, ob du vielleicht einen Nebenjob machst. Ich habe damals 450 Euro nebenbei verdienen können. Heute kann man ja bereits, sagen wir mal Pi mal Daumen, 500 Euro verdienen. 500 Euro mal 12 sind wir bei 6.000 Euro, die du quasi einmal im Jahr mehr investieren könntest. Und da hört man dann schon raus, okay, deine 20.000 Euro bei 20% Rendite wären 4.000 Euro. Aber diese 6.000 Euro, was du in einem Jahr dazu verdienen könntest, das sind ja faktisch, jetzt müsst ihr Kopf rechnen, sind 30% Rendite. Also du merkst es schon, am Anfang vor allem ist der absolut größte Hebel im Verdienst beziehungsweise eben in der Einlage ins Depot rein. Und das würde ich meinem Ich damals auf jeden Fall nochmal in Ruhe erklären, weil das muss man einfach verstehen, dass da einfach der größte Hebel drinnen ist. Warum? Habe ich jetzt auch gesagt, ich habe nur so 50% bis maximal 70% investieren, weil ich über die Jahre herausgefunden habe, was für mich extremst wertvoll war, dass ich quasi nur
einen gewissen Prozentteil von meinem Vermögen voll investiert habe und ich eine Cash-Position brauche. Die Cash-Position brauche ich einfach für mein Wohlbefinden, damit ich wie hier ganz gemütlich um 6 Uhr in der Früh herumlaufen kann, nicht hektisch ins Depot reinschauen muss, ob die Nacht irgendwas passiert ist, ob mein Depot jetzt, keine Ahnung, um 10% gefallen ist oder sonstiges, sondern das sorgt bei mir für eine gewisse Gelassenheit, für eine gewisse Komfortzone, die ich auch ungern verlassen möchte, außer wenn der Aktienmarkt jetzt zum Beispiel 20, 30, 40% einbricht, wer weiß wieso, weshalb, warum. Wir haben es ja damals bei Covid auch nicht gesehen und das waren so einfach diese Learnings, was ich für mich rausziehen habe können. Ich muss auf jeden Fall eine gute Cash-Position haben. Ich muss mich darum kümmern, um meine Einnahmen. Und was auch ganz wichtig ist, diese Gelassenheit, dass du, also, weißt du, wie ich meine, du kannst diese Börse nicht beeinflussen. Egal, selbst wenn ich jetzt mit meiner Reichweite im Penny Stock promoten würde zum Beispiel, könnte ich selbst diesen Penny Stock nicht wirklich extrem krass beeinflussen. Aber was ich halt beeinflussen kann, sind einfach meine Einnahmen, meine Ausgaben, meine Sparrate. Und genau um diese Faktoren muss ich mich kümmern, wenn ich eben höher, weiter, besser möchte. Und das kann man ja nicht nur, auch nicht nur mit deinem Hauptjob machen oder Nebenjob, sondern vielleicht hat hier jemand Lust, sich selbstständig zu machen. Und da möchte ich ja auch zukünftig noch mehr darauf eingehen, dich motivieren, dass du genau diesen Weg versuchst zu gehen. Natürlich ganz wichtig, wenn man sich eben selbstständig machen möchte, bin ich ein Freund davon, dass man das alles nebenbei macht. Also neben dem Hauptjob. Weil am Ende des Tages ist der Hauptjob ja deine Haupteinnahmequelle. Zumindest sollte es so sein. Und du brauchst eine gewisse Sicherheit, du brauchst eine gewisse Komfortzone, damit dein Kopf fit bleibt, dass du sagst so, yo, okay, ich halte mich zwar künstlich jetzt relativ broke, aber ich gebe Vollgas, damit quasi mein Traum der Selbstständigkeit oder weiß ja nicht, welche Träume du hast, da einfach vorwärts geht. Ich muss sagen, ich habe halt auch durch dem, dass ich ja relativ hohes Risiko gegangen bin, sehr unruhig gelebt, sehr, ich war nicht locker oder sonstiges und das hat mir definitiv viel Lebensqualität auch gekostet. Und bei Lebensqualität möchte ich halt eben auch nochmal einhaken. Durch dem, dass ich auch sehr, sehr sparsam gelebt habe, würde ich auch nochmal meinem alten Ich quasi den Tipp geben, übertreib es einfach nicht komplett mit dem Investieren. Das kommt alles so, wie es kommen sollte. Aber gönn dir auch etwas. Ich meine, ich laufe jetzt hier mitten durch China durch. Es ist, wie gesagt, 6 Uhr in der Früh. Hello. Die Leute, die fangen jetzt alle gerade gemütlich zum Arbeiten an. Und ich gehe jetzt zurück, schneide dieses Video, lade es hoch und ja, im Zimmer werde ich nicht wirklich lang bleiben, weil ich bin da echt, also ich muss ja, glaube ich, ne, es geht eigentlich, aber ich habe total trockene Augen und alles. Ich bin da total, ja, weiß nicht, ich würde sagen, eine Pussy, aber als Nichtraucher ein Raucherzimmer zu haben, ist nicht so geil. Aber long story short, einfach sich um die Cash-Position kümmern, meine Einnahmen kümmern, ganz wichtig, Einnahmen kümmern, Ausgaben kümmern, Ausgaben kontrollieren und den Restbetrag investieren. Und natürlich der größte Hebel ist einfach bis 100.000 Euro, sage ich ungefähr, in deinem Verdienst, in deiner Sparquote. Und danach kann man sich wirklich aktiv drum kümmern. Beziehungsweise wenn du dann dich selbstständig machst, dann ist ja auch gerade das Geile daran, dass du Sky is the limit, sage ich dazu immer gern. Das heißt, dass du quasi auch 15 oder 20.000 Euro netto im Monat verdienen kannst. Und wenn du das so viel verdienen kannst und dementsprechend super viel sparen kannst, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann ist dein Hebel bis ungefähr 1 Million, wenn nicht sogar 2 Millionen. Und da musst du dich halt einfach Commitment drauf, dass du sagst, okay, ich muss jetzt einfach auch mal ein paar Jahre lang Vollgas geben und dann hast du einige Jahre drinnen, wo du einfach gemütlicher leben kannst, wo du entspannter leben kannst, wo du dir mehr gönnen kannst. Und so habe ich das zum Beispiel gemacht. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es dir auf jeden Fall gerne unten rein. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns dann demnächst wieder hier sehen.